Du musst Angst vor der Katze haben. Kann ich vielleicht nicht doch die. Okay, kann ich vielleicht nicht doch die Fischsuppe hier reinlegen, statt des Gifts und das Das austauschen? führt zu nichts. Nee, ich darf das Gift ja auch nicht mitnehmen, weil er hier. Finger weg. Ja, Finger weg, da ist Gift drin, okay. Nach da oben komme ich nicht. Wir gehen mal wieder zurück auf die Hauptstraße und schauen mal, wo ist unser Dings hinführt? Da war ja noch Turm oder sowas? Hier, Turmtür. Komme ich da rein? Auch ein Kastanienbaum. Magier wohnt. Magier wohnen fast immer in Türmen. Wir müssen das kompensieren. Frage ist nur was? Kastanienbaum. Was soll ich machen? Raufklettern? Den Baum schütteln? Dafür ist das Ding einfach schon zu groß. Wir haben doch noch unseren super tollen Ast am Lass ich besser Anfang. bleiben. Was? Wieso? Schlag dagegen, dann kriegst du vielleicht Kastanien. Irgendwas würde ich dir ja wohl brauchen. Ach, hier geht's wieder zum Rathausplatz. Wir gehen mal die Straße zur Mühle. Was war das denn? Kommt das denn her? Briefkasten. Diese Dinger sehen auch in allen Welten gleich aus. Briefkästen sind was für Feiglinge, die Angst vor einer simplen Postzustellung haben. Und das nur, weil sie ihnen ein Schädeltrauma verpassen könnte. Schädeltrauma durch Postzustellung? Ich frage lieber erst gar nicht, was du damit meinst. Na, wir wissen ja, was wir, wie das zustande kommt, jetzt, da wir wissen, wie Post hier transportiert wird in dieser Welt. Abgeschlossen. Kläfft. Ach, da hinten. Oh Gott, ein Mini-Pudel, ne? Wehrpudel, oh Gott. Ja, super niedlich. Bruchbude, ja, schön. Was für eine uralte Bruchbude. Neben der Türglocke steht Jorok. Passt zu Und dem die hat er Mann. wohl mit Absicht kaputt gemacht. Als ob jemand den alten Saftsack besuchen würde. Oh, Fanny! Nicht so gemein. Marlen! Und saubere Wäsche und ein Pudel. Und ein Sack Siehst du Mehl. nicht, dass du mich bei der Arbeit störst, Junge? Ist ja gut. Das darf ich bestimmt nicht anfassen, solange die da steht. Ich könnte die Wäscheleine herunterreißen und darauf herumtrampeln. Aber wozu? Einfach um Marlene wütend zu machen, ein Sack Mehl. Von dem Mehl lasse ich besser die Finger, sonst habe ich das weiße Zeug nachher überall kleben. Okay, habe ich irgendwas, um das Mehl einzufüllen? Ein Hütchen habe ich. Was? Wohl nicht, Die Mühle. Mühle scheint ganz schön alt zu sein, aber sie ist frisch renoviert. Da ist der komische Wehrpudel. Guck mal her. Schön. 2 Sekunden Animation. Willst du die hässliche Fischsuppe? Welchen Sinn soll das haben? Der hat vielleicht Hunger. Hier geht es ganz schön steil runter, aber man hat einen tollen Blick über die Stadt. Was wird das hier? Sightseeing? Was kommt als nächstes? Wird die Kamera gezückt? Oder der Camcorder? Du hast Vielleicht. keinen Sinn für das Schöne. So, das musste mal gesagt werden. Ich habe Sinn für das Schöne. Und zwar für schön doofe Leute. Die scheine ich magisch anzuziehen. Ja, schön. Ich habe hier jetzt einen Abgrund. Ich hab hier einen jaulenden Wehrpudel, mit dem ich nichts tun kann. Einen Sack Mehl, den ich nicht mitnehmen will. Eine olle Zicke. Saubere Wäsche, von der ich nichts habe. Na gut. Na gut, die Katze darf ich nicht füttern, weil sie mir sonst hinterherlatscht. Oder darf ich sie jetzt vielleicht füttern, damit sie mir in die Bibliothek folgt? Miet, 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 miet. Komm, komm, lecker Fischsuppe. Jetzt läuft sie mir hinterher. So, jetzt hier. Hier, bitte sehr, ich hab eine Katze für dich. Was kann ich für dich tun, junger Mann? Hier hast du die Lösung für dein Mäuseproblem. Ist das Fischsuppe? Die ist auch nicht für dich, sondern für die Katze. So, da haben wir jetzt mit die Miet zum Mount hier laufen. Hier hockt sich da schon mal hin. Eine Katze? Herrlich! Sie wird die Mäuse vertreiben. Ja, sie schreien und sie rennen weg. Ja, die Mäuse hauen ab. Und er hat eine neue Freundin zum Streicheln.
Flupp, durch die Tür durch. Das ist ja hervorragend. Sei so gut und nimm das Gift vor. Aber stell ja nichts damit an. Natürlich nicht. Wir sind ja ordentlich. Wir tun ja nichts mit dem Gift. Das mitnehmen, bevor die Katze davon trinkt. Außerdem darf ich mir jetzt diese hässlichen Bonbons mitnehmen. Kann ich als Gummigeschosse verwenden? Kann ich damit die blöden Kastanien abwerfen? Kann ich mir damit Kastanien holen? Mal schauen. Bonbons an den Kastanienbaum feuern. Okay. Gift. Okay, ich hab zumindest ein Gift. Das ist schön. Straße am Hang. Hör auf, dich ständig an meinem Baum zu bedienen, du gieriger alter Sack. Ich mich bedienen? An deinem lumpigen Möhrenbaum? Ach, was denkst du eigentlich, wie mich deine Möhren interessieren? Ich will's dir sagen. Ein Dreck interessiert mich deine Drecksmöhren. Dann lass sie doch am Baum. Du pflückst sie doch nur aus Trotz. Hey, was heißt hier Trotz? Dieser verdammte Baum wächst über mein Grundstück und ich habe ein Anrecht auf die Früchte. Auch wenn es nur wurmstichige Möhren sind, die ich nur mit Mühe an die Schweine verfüttert bekomme. Was für eine Verschwendung. Die Möhren schmecken doch köstlich. Das merkt jeder. Nur du, ignoranter alter Esel, merkst wie üblich gar nichts. Ich kann nichts merken? Unverschämtheit. Vergiss nicht, dass du mit einem gebildeten Mann redest. Ja, klar. Ein gelernter Historiker. Ich kann mehr als hier herumzukeifen. Na, dann tust du. Ach ja. Und was sagt dir deine dusselige Historie über diesen Möhrenbaum? Meine Historie sagt mir, dass ich die Möhren, die über meinem Grundstück hängen, einfach abernten kann. Na, da staunst du was? Deine seltsame Wissenschaft ist offensichtlich genauso verkorkst wie du. Es ist mein Baum. Und er wächst auf meinem Grundstück. Also gehören die Möhren mir. Es ist tatsächlich grenzwertig. Wachsen über meinem Grundstück, hörst du? Über meinem. Tatsächlich hat er da gar nicht Unrecht. Sprich doch drüber, dass der einzige Möhrenbaum in der Stadt über deine armselige Parzelle ragt. Ha, und warum sollte ich mich freuen, wenn ich die Möhren nicht ernten darf? Weil du sowieso keine Möhren magst und du dich darüber freust, dass ich eine so tolle Ernte einfahre. Warum sollte ich dir was gönnen? Ich gönne dir... Was willst du? Ich unterbreche das hier mal ganz kurz, weil ich glaube, die beiden hören nicht auf zu streiten, egal wie lange wir hier noch rumstehen. Deshalb fragen wir die lieber mal. Was ist denn hier los? Ach, dieser furchtbare Hieronymus will meinen schönen Möhrenbaum abernten. Aber das ist einfach ungeheuerlich. Möhrenbäume sind unglaublich selten. Und die Möhren gehören mir. Mir allein. Tut mir leid, dass du diesen schlimmen Streit mitbekommen hast. Seit einer Ewigkeit geht das so. Wachsen da wirklich Möhren an diesem Baum? Schon? Ja, sicher. Siehst du denn das nicht? Ich bin ja sehr stolz auf meinen Möhrenbaum. Früher waren diese Bäume häufig in der Gegend, aber heutzutage ist ein Möhrenbaum etwas ganz Besonderes. Könnt ihr euch denn nicht einigen? Mit Hieronymus kann man sich leider nicht einigen. Der alte Kauz setzt alles dran, meine armen Möhren abzuernten. Dabei mag er das Zeug nicht mal essen. Wenn der sich einmal in etwas verbissen hat, dann ist der nicht mehr davon abzubringen. Der Sturkopf. Habt ihr schon mit dem Stadtrat gesprochen? Aber ja, doch, das haben wir versucht. Wir haben sogar von Jorok eine Nummer bekommen, bei der wir an die Reihe kommen. Es ist die Nummer 13. Ich sage dir, die 13 bringt nur Unglück. Seit 2 Jahren warten wir nun schon auf unseren Termin. Aber im Rathaus sagt uns einfach niemand Bescheid, dass es losgeht. Nummer 13! Könnte ich die Nummer 13 gegen meine tauschen? Es ist sehr wichtig. Unsere Nummern tauschen? Wie kommst du denn darauf? Die brauchen wir doch selbst. Ich will nicht länger warten als nötig. Und wichtiger als mein Möhrenbaum wird dein Anliegen auch nicht sein. Nein, ich rette nur die Stadt. Die Jugend. Keine Geduld mehr heutzutage. Du hast genug Zeit. Du bist noch jung. Nun ja. Meine Nummer dran ist, bin ich wahrscheinlich älter als Daphne. Ich sollte mir ihre besorgen. Sie. Solange der Baum hier wächst, werden die sich streiten bis in alle Ewigkeit. Ich hab doch Gift im Inventar. Klapprige Krücke. Hirnlose alte Schachtel. Ich hab doch Gift im Inventar. Was willst du, Junge? Siehst du nicht, dass ich hier Erwachsene unterhalte?
Ich muss die zwei irgendwie vom Zaun wegkriegen, um das Gift auf diesen Packbaum zu kippen. Dann hören die auf zu streiten. Dann hat sich das nämlich erledigt und ich krieg ihre Nummer. Hoffentlich. Wenn ihr so erwachsen seid, warum streitet ihr euch dann so kindisch? Das kann so ein rotzfrecher Bengel wie du überhaupt nicht beurteilen. Hier geht es um Höheres. Aha. Ah, verstehe. Wenn es um Höheres geht, darf das Niveau der gegenseitigen Beschuldigungen ansonsten flach sein. Das war ein guter Spruch. Worüber streitet ihr euch genau? Ach, es geht um diesen blöden Möhrenbaum hier. Den Daphne, diese alte Schabracke, über mein Grundstück wachsen lässt. Wenn er mir schon die Sonne nimmt, dann will ich wenigstens auch die Möhren ernten, die über meinem Grund und Boden gedeihen. Möhrenbaum? Was es alles gibt. Auf jeden Fall scheint Daphne die Sache mit dem Baum ja anders zu sehen. Sie sieht es tatsächlich anders und damit natürlich falsch. Diese verschrobene alte Jungfer würde mir niemals auch nur im allerkleinsten Recht geben. Ha. Also soweit ich das tatsächlich noch hinkriege, ist es in Deutschland zumindest so, dass wenn von deinem Baum aus auf das Nachbargrundstück ragt, der Nachbar diese Seite stützen darf und auch die Früchte abernten darf, die bei ihm aufs Grundstück fallen. Soweit ich weiß, ist das geltendes Recht in Deutschland. Ihr streitet euch ja heftig. Schon mal überlegt, einen Schlichter einzusetzen? Wir haben den Stadtrat angerufen und darum gebeten, dass man uns einen Termin gibt. Aber Jorok hat uns nur eine Nummer gegeben und lässt uns so schon 2 Jahre warten. Daphne sollte eigentlich mehr darüber wissen. Sie hat den Nummernzettel, wenn sie nicht inzwischen verschlampt hat. Ich gehe da mal wieder. Okay, da ist ein Briefkasten. Na, gucken wir mal. Briefkasten sind was für Feiglinge. Der Briefkasten ist leer. Newsflyer. Der Briefkasten. Ich kann was in diesen Briefkasten stopfen. Hey Großer, was geht ab? Hallo Pimpf, der größer ist als ich wahrscheinlich. Was hast du denn da für ein tolles Skateboard? Wie nennst du das? Das ist ein topaktuelles Rollbrett, du ahnungsloser Wicht. Ach, so nennt man das hier. Ein Rollbrett, so, so. Ich werde es mir merken. Was treibst du denn hier? Sieht man das nicht? Ich stehe hier rum und langweile mich. Vorhin habe ich die ganze Zeit die heißesten Stunts mit dem Rollbrett geübt. Aber für heute reicht's. Wenn die beiden alten Knacker einen Herzinfarkt bekommen, zückt Papa den Lederriemen. Das muss ich nicht haben. Wieso sollten sie einen Herzinfarkt kriegen? Sind deine Stunts so gefährlich? Und ob? Meinen dreifachen Salto in der Kurve und den Hechtsprung über den Abgrund muss man als Zuschauer erstmal verdauen. Die beiden Alten denken jedenfalls immer, ich breche mir den Hals. Und so wie sie gaffen, sollte ich eigentlich Geld von ihnen nehmen. Was machst du, wenn du gerade nicht den Hang runterrast? Na, was man halt so macht. Ab und zu verkaufe ich Zeitung. Manchmal hänge ich mit meinen Freunden rum oder so. Momentan sind aber alle im Urlaub oder so ähnlich. Jetzt habe ich Zeit fürs Rollbrett üben. Du bist richtig gut mit dem Rollbrett, nicht wahr? Geht so. Die meisten Jungs in meiner Klasse sind noch schneller. Davon liegen allerdings 3 momentan in einer Spezialklinik. Na, warum wohl? Könntest du für mich einfach nochmal den Hang runterrasen? Nö, keine Lust. Hm, und wenn ich dir eine Gegenleistung anbiete? Gegenleistung ist ein sehr schönes Stichwort. Hast du beispielsweise Süßigkeiten? Dann könnte ich es mir vielleicht überlegen. Wir haben doch diese absolut tollen Bonbons aus der Bibliothek. Ich hätte hier ein paar tolle Bonbons. Diese Zahnbrecher. Wenn ich sie dir gebe, würdest du dann für mich den Hang runterrasen? Hm, lass mich probieren. Naja, eigentlich stehe ich mehr auf Kaffeebonbons, aber für ein paar kleine Schlenker reicht's. Kaffeebonbons? Ah, Mensch, Kaffeebonbons. Wegen des Koffeins, verstehst du? Irgendwie muss ich ja meine Tagesdosis zusammenbekommen, sonst werde ich ganz schläfrig. Junkie! Aber sag meiner Mutter nichts davon, dass ich ein Koffein-Junkie bin. So, und jetzt geh aus dem Weg. Ich will losfahren. Okay, ich kann nichts machen, während er das macht. Die Soundeffekte sind leider irgendwie ein bisschen leise geworden hier. Oh, oh nein, nicht schon wieder. Was denn, du olle Los, los, schmeiß das auf den Baum. Hey, die sind völlig abgelenkt. Jetzt kann ich meine schändliche Tat problemlos ausführen. Ich fühle mich ja schon ein bisschen schlecht, weil der Baum ja so selten sein soll.
wir brauchen diese Nummer. Wow, das Gift ist ja richtig übel. Ups, das war schnell wirkend.